bin Attila, ich komme aus Berlin, bin im Osten geboren und eigentlich immer in Berlin gewesen. Ich glaube, Berlin hat schon einen starken Einfluss auf mich. Wenn es für mich zu leise ist, dann ist es mir irgendwie unangenehm. Man ist ja irgendwie, wenn man in einer Großstadt groß geworden ist, ein bisschen resistenter für Lärm. Aber man ist natürlich auch sich dessen bewusst, dass es ganz laut ist um einen rum. Gerade wenn ich morgens mit meinen Kindern aus dem Haus gehe, dann sehe ich, dass das so laut ist, ich kann mit ihnen überhaupt nicht reden wegen dem ganzen Verkehrslärm. Meinen Kindern erkläre ich, was ich hier tue, indem ich ihnen sage, guck mal, das ist ein Flugzeug. Guck mal, das macht Krach und Papa versucht, das leiser zu machen. A wife, I had me some daughters. I tried so hard, I never knew still waters. Nothing to eat and nothing to drink. Ich habe mich zu Schulzeiten immer gefragt, möchte ich Musik machen für ein Leben? Und ich bin eigentlich so ein Mensch, der gerne Sicherheiten hat. Und wenn man mal Künstler ist, dann hat man ein bisschen das Problem, dass man von Tag zu Tag sich durchhangelt und am Ende ist man eine Hochzeitsband und das schwebt die mir nicht vor. Und so ist die Wissenschaft viel konkreter, viel exakter. Ich habe an der TU Berlin studiert, physikalische Ingenieurwissenschaften. Das ist so eine Art Mischung zwischen Mathematik, Physik, Informatik. Ist so ein bisschen so der ingenieursmäßige Ansatz, als Botschafter zwischen den Mathematikern, Physikern und Ingenieuren zu funktionieren, weil die sich sonst überhaupt nicht verstehen. Und deshalb habe ich ein bisschen Ahnung von Mathe, ein bisschen Ahnung von Physik und ein bisschen Ahnung vom Ingenieurwesen. Und dann kann ich übersetzen zwischen den Einzelnen. Leute fragen mich immer, warum ich Attila heiße. Meine Mama ist Ungarin, die ist nach Deutschland gekommen, hat hier meinen Papa kennengelernt. Und ich bin hier geboren und bin zweisprachig aufgewachsen, bis ich 6 war. Und jetzt war ich ein Jahr in Ungarn, habe da auch Ungarisch gelernt, meine Wurzeln gesucht und kann jetzt Ungarisch wie ein 6-Jähriger mit Fachwörtern. Das ist sehr witzig, vor allem wenn man Professoren begegnet, die man dann duzen muss, weil man nicht ordentlich siezen kann, hatte ich auch wirklich schlechte Erlebnisse mit. Die Leute glauben ja immer, dass es in Berlin einen Standort gibt beim DLR. Ich möchte hier richtig stellen, es gibt 2 Standorte im DLR. Es gibt Berlin-Charlottenburg. Das kleine gallische Dorf hält sich tapfer außerhalb des VPN- und Intranets und lebt hier zwischen den TU-Studenten und Professoren und hält sich.